So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung. Wir sind zurück an dieser lustigen Stelle und ich wollte mir eigentlich eine Fackel machen. Dinger hätte ich ja noch. Warte mal. So, 1, 2, 3, 4. Und dann würde ich zack, zack sagen. Dann können wir hier und hier sagen. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. So, hier. Gut. Und eigentlich würde ich mir ganz gerne ein Steinschwert machen. Habe ich eigentlich, wie viel sind es noch? Drei sind es noch. Ich sehe das hier bei mir irgendwie gar nicht. Dieser Kontrast ist so schlecht. So, Schießpulver haben wir. Aber jetzt ist erst einmal das wirklich Wichtige. Nee. Das wirklich Wichtige für mich ist jetzt wirklich, dass ich sage, ich brauche ein Steinschwert. Und vielleicht noch eins. Dann wüsste ich aber nicht, wohin damit. So, und dann würde ich mal ein paar Sachen in die Kiste packen, wie zum Beispiel. Also, warte mal, hier erstmal. Das kann ich mitnehmen, dann kann ich den darüber tun. Dann würde ich hier ein paar Sachen in die Kiste packen. Das da und das da zum Beispiel. Das da, das da, das da, das da. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Knochen brauche ich auch nicht. Den Faden brauche ich gerade auch nicht. Das Schießpulver wüsste ich auch nicht. Die Federn bräuchte ich gerade auch nicht. Die Sticks. Da hatte ich ja noch welche. Na gut, machen wir das mal rüber. So, und das andere Zeug, das brauchen wir gerade so ein bisschen. Dann würde ich hier vielleicht mal sagen, kommst du da rüber? Können wir dich wegmachen? So, die Tür brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann können wir die auch darüber tun. Es ist schon wieder Nacht. Ja, so eine Kacke. So, ich hoffe ja nicht, dass da unten jetzt jemand reinkommt, während ich nicht da bin. Das Fleisch können wir mitnehmen. Wunderbar. Und dann gehen wir eigentlich auf das Schwert. So, und ja, da kann ich ja gerade nicht zumachen. Aber es ist ja Nacht, das heißt, wir wollen jetzt hier vielleicht mal ein Nickerchen halten. Das Bett ist zu weit weg. Monster sind in der Nähe. Na, das ist ja ganz gut. So, dann würde ich hier mal sagen, Cheerio. Und vielleicht können wir ja jetzt ein Nickerchen machen. Wunderbar, dann haben wir auf jeden Fall den nächsten Morgen. Und dann würde ich eigentlich da mal runterhüpfen wollen. Und hier mal schauen, habe ich einen Bogen eigentlich? Bisher noch nicht, ne? Und hier mal schauen. Oh, eine Kuh. So, die brauche ich ja für Leder. 4. Da würde ich nämlich hier mal ganz gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So, ich weiß auch nicht, was ich unbedingt mit dem Gammelfleisch machen soll. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall eine Höhle,
die man vielleicht noch ein bisschen weiter erkunden kann. So, aber jetzt muss ich hier erstmal raus, aber dafür würde ich hier gern. Okay, da unten ist noch ein Enderman. 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 Yes, he can. Was auch immer. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne hier einfach ein bisschen Kohle einsacken. So, bevor wir da unten weitergehen, würde ich hier halt ganz gerne noch ein bisschen das Zeug einsammeln, was hier halt so rumgeistert. Geistert. Und theoretisch können wir eine Verbindung zu unserem Anwesen da drüben machen. Boah, ich finde das einfach so cool hier gerade. Da geht es halt einfach wirklich cool weiter runter. So, und ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht. Und theoretisch könnte man sich da einfach mal reinfallen lassen und dann sich wieder hochschwimmen. Eieieiei, es ist einfach cool. Also, kann ich nicht anders formulieren. Formulieren. So, wir können jetzt da hinten weitergehen oder wir können da hinten weitergehen. Wo wollen wir denn eigentlich weitergehen? Und dann wollen wir eigentlich mal dahin gehen. So, weil da Kohle ist. Und hier ist Sackgasse. Und da kämen wir nach oben. Das ist ja alles ganz formidabel. Formidable. So, wir schnapseln uns die Kohle. Kohle. So. Da. Ey, das ist echt faszinierend. Also da haben wir echt ein gutes Flöß gefunden. Ein gutes Flötz von Kohle. Aber echte. So, ansonsten ist hier jetzt nichts mehr. Da oben wäre Erde. Das ist auch in Ordnung. So, dann würde ich mal da runtergehen. Ich kann eigentlich wegmachen. Ach, ich dachte gerade, was ist denn das? So, die können wir wegmachen. Dann würde ich hier eine neue Fackel anschmeißen. Hier einfach mal reingehen und gucken. So, hier haben wir eine Sackgasse. Da ist Granit. Damit haben wir den Spaß hier eigentlich schon mal erledigt. Habe ich jetzt schon wieder keine Fackeln mehr? Es ist ja nicht wahr. Und die Stäbchen habe ich jetzt zu Hause gelassen, oder wie? Ah, Mann, also. Für keine 5 Cent Verstand in der Birne. So, also. Dann würde ich hier mal sagen, 1, 2, 3, 4. Bäm. So. Das kann da erstmal bleiben. Das kann da auch erstmal bleiben. Dann würde ich mal schauen, wo geht's denn da weiter? Abgesehen davon. Wir hier natürlich auch schön die Kohle einsacken wollen. Der Enderman stört mich ein bisschen. Denn auf den habe ich nicht wirklich Lust. Okay, da wäre Kies. Wobei ich nicht weiß, was ich mit dem Kies sollte. Da.
Genau, sei da schön eingesperrt, bitte. Wunderbar. Es war ein bisschen gecheatet. Aber ich meine, hey. Was soll's? So. Da ist ein bisschen eine Sackgasse. Das ist ja toll. Vielleicht spawnt dann da auch keiner. Ah, nein. So, machen wir das vielleicht mal so. Klappt das? Nein, natürlich nicht. Warum könnte es auch... Warum sollte es auch einfach sein? Für mich. So, aber jetzt. Wunderbar. So, aber bevor wir jetzt hier uns vertiefen... Na, schnappen wir uns wieder die Kohle. Habe ich noch eine Spitzhacke? Ja. So, da war ja auch noch Kohle. Und wir haben schon wieder Schießpulver. Und wir haben Seide. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt eine Angel basteln. Warum auch immer ich das machen wollen würde. Den Kies können wir eigentlich auch einsammeln. So, da oben geht es ja mit der Kohle weiter. Das heißt, wir wollen hier auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und das war die Höhle. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Super. Ja, und dann können wir die Höhle eigentlich lassen. Und wir können jetzt natürlich die Schaufel nehmen und den Kies einsacken. Ich hoffe jetzt bloß nicht, dass wir damit wieder irgendwas aufdecken. Was uns... wir müssen ja da eigentlich noch raus. Ich meine, das geht schon, das kriege ich ja schon hin. So, dann würde ich mal hier eine Fackel hinsetzen. So. Ich höre schon wieder böse Hühner. Das ist nicht so der Bringer. Und wie gesagt, ich hoffe ja nicht, dass dann hier irgendwie Andys in der Gegend rumschlawenzeln. Dich sollte ich vielleicht wegmachen. Und dich. Ah, dann kommen wir hier auf jeden Fall raus. Und hier den. Ah, dann kommen wir da auf jeden Fall da hoch. Dann können wir den da wegmachen und dann sind wir draußen, ne? Ja, sind wir. So, das heißt, dann können wir das auf jeden Fall so machen, dass wir diesen Schotter einsammeln. So, aber bevor wir das machen, würde ich hier ganz gerne noch mal ein bisschen Licht machen. So, und dieser Schotterweg, da weiß ich noch nicht, also Schotter. Schotter... Weiß ich nicht, wofür man den eigentlich groß verwenden könnte. Wahrscheinlich höchstens für Schotterwege. Was anderes fällt mir da eigentlich gerade gar nicht für ein. So, dann würde ich den da mal wegmachen und den da weg und den da weg. Und dann können wir das ja so machen. Da fällt man dann runter. Und darüber und da hier. Und dann haben wir die Geschichte auf jeden Fall schon mal gegessen. Ah, und da oben haben wir schon wieder eine Kuh. Mu. Zack, zack. Und dann würde ich hier eigentlich... Oh, jetzt wird schon wieder Nacht. Und ich erlöse dich, du arme Kuh, von deinem Leiden. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt raus. Und am besten wieder in unsere heimischen Gefilde. Und wieder ein Nächtchen übernächtigen. So. Dazu runter, Stockwerk, Bett. Gute Nacht. So, was wir aber jetzt auf jeden Fall schon mal machen können,
ist, wir können uns Schuhe machen. Tatsache. Für mehr hat es noch nicht gereicht. Das heißt, Inventar wäre das ja so. Zack. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen... oh, Errungenschaften. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was uns zugelegt. So. Was ich jetzt auch gerne machen würde, wäre, ich würde dich gerne rüberschieben und dich und du kannst mal hier bleiben. Feuerstein haben wir jetzt schon mal. Das heißt, wir könnten theoretisch schon bald andere Gefilde aufsuchen. So, hier haben wir jetzt auch schon. Ja, die Frage ist, was mache ich zuerst? Mache ich eine Angel oder erst einen Bogen? Da würde ich auf jeden Fall dich mal mitnehmen und dich vielleicht auch. Und ich weiß nicht so wirklich, was ich mit dem Spinnenauge machen soll. Also, haben wir dich. Nehmen wir dich weg, nehmen wir dich weg. Dich will ich mitnehmen. So, also noch einmal. Haben wir dich. Und dann würde ich sagen, du und du. Wunderbar, und dann würde ich mal gerne eine Angel haben, weil ich jetzt ganz gerne ein bisschen angeln wollen würde. So, kann ich das hier eigentlich? Offenbar ja. Aber oft da jemand anbeißt. Okay. Scheinbar muss ich halt wirklich genau den richtigen Moment abpassen. Und die Frage ist halt, welche Taste. Ja, ja, ja. Erschreck mich nicht. Probier's mal mit der linken. Vielleicht muss ich auch die rechte nehmen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir angeln halt. Es scheint ziemlich langweilig zu sein. Der Hase da hinten ist auch geil. Aber ich muss natürlich hier auf den Fisch achten. Kann halt gut sein, dass mir der Hase gleich absäuft. Na. Okay, also wir werfen mal nach weiter hinten. Und wir behalten den Spaß im Auge. Und da ist schon wieder so ein geiles Schaf. Ich verstehe eh nicht, was die alle im Wasser wollen. Und dass der Wolf nicht über das Schaf herfällt, ist mir auch ein Rätsel. Okay, also das mit der rechten Maustaste. Mit der linken Maustaste eher nicht, wenn er mit der rechten. Muss ich halt nochmal abwarten. Also ich will es einfach nur wissen, das ist alles. Und dann würde ich sagen, dann können wir vielleicht mal da drüben diese Lava-Dinger angucken. Wo es da hingeht, ob es da was gibt. Inventar. Ha! Da haben wir sogar einen Kugelfisch. Das ist ja faszinierend. So, dann würde ich eigentlich diesen Kugelfisch fast mal zum Ofen bringen. Zack. Und zack, und dich nehmen wir mal weg. Okay, grillen können wir nicht. Warum auch immer. Aber das ist mir jetzt egal. Ich würde ganz gerne
jetzt mal Geronimo-mäßig ins Wasser springen und mal schauen, was es hier unten gibt. Weil, wie gesagt, also da läuft ja Lava. Und das ist einfach so verrückt, dass ich das mir angucken muss. Eben auch, weil ich eigentlich immer der Meinung war, oh, hier gibt es ja auch Kohle. Ja gut, das, dann fällt die Kohle da in den Abgrund. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen machen wir hier mal eigentlich vielleicht wieder ein bisschen Licht. Und hier vielleicht können wir da runter hüpfen. Und hier Licht machen. Und hier Licht machen. Na, das ist ja mal wieder geil. Okay. Da machen wir Licht. Da machen wir hier nochmal Licht. Okay. Das ist schon wieder alles super ultra geil. Aber Stahl haben wir halt noch nicht. Weil sonst würde ich mir jetzt eigentlich mal ein Feuerzeug machen wollen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein Floß. Ein Flöß. Ein Flöz. Ah, Mann, gerade habe ich es echt mit einem... Boah, nein, ist das geil. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder Kohle. Und zwar nicht zu knapp. Oh ja, da auch wieder. Kohle, da ist Kohle und da ist Kohle. Und da haben wir auch wieder Kohle. Wunderbar. So, dann haben wir hier die Kohle weg. Aber da oben geht es ja mit der Kohle noch weiter. Da hinten übrigens auch. So, hier ist noch Kohle. Da ist Kohle. Ist da Kohle. Da ist Kohle. Dann machen wir da mal das Ding weg. Also irgendwie gibt es hier in Ding definitiv mehr Kohle. Boah, ist das nice. So, wir atmen mal wieder. Dann schnappen wir uns die Kohle. Und dann war's das. Oh ne, war's nicht. Ich wollte gerade sagen, dann war's das hier auch schon, aber war's nicht. Weil das geht hier ja auch noch weiter. So. Aber ich will da jetzt gar nicht zu weit rein. Aber wir haben ja, warte mal, wir haben ja Stäbchen und wir haben ja Kohle.
Das ist ja fast nicht schlecht. Und wir haben Sand. Wir haben den ersten Sand übrigens. Sand war ich ein bisschen auf der Suche, weil ich wollte eigentlich. War das hier? Nein, es war nicht hier. Das war in der anderen Karte, weil ich wollte unbedingt auch mal ein bisschen Sand haben, um. Na. Oh, da oben geht's auch noch weiter. Nee, ich würde dich ganz gerne mal da hinsetzen. Wie gesagt, ich wollte da unbedingt ein bisschen Sand haben, um halt Gläser abbauen zu können. So, und dann würde mich einfach mal interessieren, wo geht denn das hin? Oh, hier. Und dann gehen wir da wieder runter. Da hinten gibt es auch noch eine Höhle. Ich finde es so witzig, dass man quasi direkt unterm Ozean ist. Ah! Ah! Genial. Was auch immer das ist. Ich werde es gleich rausfinden. Habe ich jetzt vielleicht mein erstes Eisen? Das finde ich ja gar nicht so schlecht. So, da geht's auch noch weiter. Mit der Kohle. So, wir schauen mal im Inventar nach. Was habe ich da? Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. So, aber was wir auch noch machen können ist, wir haben ja noch eine Schaufel. Da können wir noch ein bisschen Sand mitnehmen. Da würde ich hier vielleicht eine kleine Fackel hin platzieren wollen. Okay, warte mal. Das ist der Meeresboden, oder? Ja, das sieht mir sehr nach Meeresboden aus. Deswegen nehmen wir den hier vielleicht noch mit und dann lassen wir das auch. Wobei hier natürlich auch Erde wäre. Okay, also da gäbe es auf jeden Fall Sand, den hätten wir auch. So, da wäre noch Kohle. Nee, da wäre noch Kohle, da würde ich gerne wieder zurückwechseln. Es ist natürlich immer so ein bisschen ätzend hier mit diesem. So, wir machen hier mal wieder ein bisschen Licht. Dann hauen wir eben hier wieder die Kohle alle weg, damit wir auch ein bisschen Kohle haben. So. Wunderbar, du kannst auch weg. Perfekt. So, dann hätten wir hier die Kohle weg. Den können wir hier zurückgehen und die Kohle we wegnehmen. So, wir räubern halt quasi den Berg. Den Berg, der Berg, der Berg, der ruft. Ja, schnappen uns die Kohle. Oh.
Ja. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Habe ich noch Spitzhacke? Nein, habe ich nicht, aber ich... Verdammt. Kann ich mir eine... Nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade mir eine Werkbank aus Stein basteln. Ich habe halt kein Eisenerz mehr. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. So, ich muss mir das merken. Ich muss mir das echt merken, dass es hier noch Zeug gibt. Wahrscheinlich vergesse ich das eh gleich. Und hier hinten wollte ich eigentlich auch noch gucken. So, da ist die Fackel. Da ist... Was ist denn das für ein Viech? Ist das so ein Squid? Okay, da wäre Sackgasse. Okay, hier komme ich nicht hoch, oder? Na komm. Das ist doch kein Problem. Weg hier. Schleims. Die kenne ich nicht. Aber ich will nichts mit ihnen zu tun haben. So. Muss ich erstmal gucken, wo es überhaupt wieder rausgeht. Hier wahrscheinlich. So, und in die Lava will ich jetzt eigentlich auch nicht rein. Na los, na los. Oh. So. Dann würde es da hinten hingehen. Dann würden wir eigentlich fast mal wieder ein Nickerchen machen. So. Dann können wir hier auch wieder nach oben gehen. Und ein kleines Nickerchen machen. Und dann wird es eigentlich mal wieder Zeit für ein bisschen Holzfälleritis, oder nicht? Schauen wir mal. Je nachdem, wie viel Holz wir noch haben. Eigentlich keins mehr. Wir haben echt kein Holz mehr. Das ist ja mal bitter. Okay. Hoi, Hundi. Dann kannst du das mal schmelzen. Das müsste ja 4 Erz geben. So, und wenn wir das gerade da haben. Dann würde ich eigentlich fast. Ja. Dann würde ich eigentlich fast schon mal damit anfangen, wieder ein bisschen Holz zu fällen. Und dafür roden wir halt ein bisschen die Gegend. Die Tür habe ich jetzt offen gelassen, damit das Hundi auch wieder rauskommt. Also der Wolf, nicht Hundi. Aber Sand ist natürlich super genial, weil wir dann Sand quasi nehmen können für unsere... wie heißt's denn? So... Da unten gibt es ja jetzt auch eine coole Höhle.
Gut, ja, dich will ich ja eigentlich auch mitnehmen. So, dann machen wir dich auch noch weg. Dich und dich. Da unten wäre eine Kuh. Mu. Okay. Würde ich dich gerne mitnehmen. So, Setzlinge haben wir jetzt auch noch wieder. Wenn wir den Wald wieder aufforsten wollen, da drüben wäre noch eine Kuh. Die sollte man vielleicht mal erlegen. Weil, wie gesagt, wir brauchen halt Leder. Tut mir leid, Kuh, aber wir brauchen dein Leder. Ich meine, ich habe jetzt natürlich Erze, damit könnte ich mir auch irgendwas basteln. Aber halt viel zu wenig. So, und ich sollte vielleicht dann nochmal in die Höhle gehen, bevor ich das vergesse, dass es dort noch Erz gibt. Und die Frage, die ich mir halt gerade so ein bisschen stelle, ist, Dungeon, was macht man da am besten? Was machen wir am besten mit einem Dungeon? So, ach, da gibt es wieder Bäume. So, da haben wir schön Setzlinge. Da haben wir eine Kuh, die müssen wir aus ihrem Leid erlösen. Die leidet doch, das sehe ich doch von hier. Und da sind Pferde, die leiden auch, aber und da ist ein Schaf, das leidet mindestens genauso. So. Dann können wir hier mal ein bisschen aufräumen. Also wie gesagt, diese Bäume, die stehen mir gerade eh ein bisschen zu sehr im Weg rum. Da bin ich dann halt noch am Überlegen, was ich da mache. Habe ich noch eine Axt? Ja, ich habe noch eine. Das heißt, wir sammeln so viel Holz, bis die Axt weg ist. So. Oh, ein Esel. Der gibt doch auch Leder, normalerweise. Also bei mir haben die Mulis neulich auch Leder gegeben. Zumindest in der anderen Karte. Ich weiß nicht, ob es in der hier auch so ist. Fand ich eigentlich ganz praktisch. Na komm. Und dann können wir hier. Und die Pseudo-Endermänner, die gehen mir so ein bisschen auf den Zoiger. So. Bist du da, bist du dort, bist du hier, bist du weg. Cheerio. Wunderbar. So. Ah, hier können wir noch ein bisschen Zeug einsammeln. Zum Beispiel ein totes Kaninchen. Andy, ganz ehrlich. Was machst du hier für eine Scheiße? Es sieht doch alles kacke aus. Das muss ich nachher echt korrigieren. Nur weil du wieder Blödsinn machst. Mann, Mann, Mann. Hey, Honey. Upsale. So, ah, die Kuh ist da. Da, oh, da ist auch eine Kuh. Dankeschön. Hallo Kuh.
So, gibt's hier noch eine Kuh? Ne, da gibt's nur ein Hundi. So, dann machen wir mal die Tür zu. Dann schauen wir mal, wie viel Leder haben wir denn jetzt? Drei. Das reicht ja vorne und hinten nicht. Okay, aber wir haben zumindest mal sowas. Also, wir haben jetzt mal ein bisschen Holz. Noch ein bisschen Holz. Noch ein bisschen Holz. So, das müssten wir jetzt mal ein bisschen wegräumen. Zack, 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 zack. Zack, die Kohle können wir weg. Oh, Kohle haben wir jetzt genug. Stickies haben wir jetzt wieder. Hatten wir schon die ganze Zeit Stickies oder habe ich mich vorher jetzt veralbert? Oh Mann, ey. Also da und da und dann würde ich ganz gerne sagen Stein. Granit? Nein, geht nicht. Erde. Ach komm, ey. Ist doch Grütze. So, also hier dichter wollte ich. Ah, apropos, dich will ich auch. So, dann könnte ich dich mal darüber tun. Weil wir müssen ja dann zurück in das Wasserreservoir, damit wir dort uns wieder ein paar. Also. Ach so. So. Stein. Eins, zwei, drei, vier. Von mir aus. So. Auf jeden Fall will ich dann dich mitnehmen, dich mitnehmen und dich mitnehmen. Dann würde ich immer sagen, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Ach, dich will ich kochen. So, der Fisch kann weg. Das Fleisch haben wir eigentlich hier. Den Apfel können wir eigentlich auch da lassen. Den Apfel können wir eigentlich essen. Na gut, vielleicht auch nicht. Oh, den Sand wollte ich brennen. Und vielleicht wollte ich auch noch ein bisschen Kohle mitnehmen und in den Ofen schmeißen. So. Genau. So, was wollte ich noch loswerden? Ach, erstmal, das kann man ja auch im Inventar machen. Erstmal wollte ich das Holz komplett in Planken umwandeln. Wunderbar. Und dann wollte ich das rüberschieben. Genau. So. Was will ich noch rüberschieben? Die Schaufel will ich behalten. Der Sand ist schon mal cool. Ah, das Fleisch ist noch nicht fertig. Dann, ach ja, die Enderperle wollte ich rüberschieben. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit der soll. Ich habe immer noch rohes Fleisch rumfahren. Braune Wolle. Da weiß ich auch noch nicht wirklich, was sie mit der soll. Also, dann hätten wir hier den, dann hätten wir hier den, den und den. So, den könnten wir auch mal wegmachen, das Gammelfleisch. Da weiß ich auch noch nicht so wirklich, was ich damit soll. Das Leder, das bringt mich gerade auch noch nicht so wirklich weiter. Hier müssten wir jetzt eigentlich fertig sein, dann kann ich ja dich mal auf den Herd schmeißen. Den Sand, dann würde ich halt gerne ganz. Das war jetzt wieder super dämlich. Ach, pfeif doch drauf. Ah, dich können wir wegmachen. Genau. Und dann können wir dich mal rüberpacken. So, und dann ist die Frage, will ich den Sand eigentlich da haben? So, wir haben hier immer noch Feuerstein. Die braune Wolle, da weiß ich eigentlich auch noch nicht so wirklich, was ich damit soll. So. Das könnte man ja eigentlich irgendwie zusammenlassen. Die Erde, die Pilze. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mir eine Holzschale machen kann, aber ich weiß nicht, wofür und wieso.
und ob ich die Holzschale zu irgendwas nutzen kann. So, und dann würde ich jetzt sagen, können wir mal Glas brennen. Und dann habe ich ja noch Setzlinge. Und was ich mit dem Spinnenauge machen soll, weiß ich auch noch nicht. Und die Dinge kann man auch mal wegmachen. Das war jetzt halt ein lustiges Experiment. Ich hätte mir vielleicht besser einen Bogen gemacht. So, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn wir das so rummachen. Ja. Gut. Ich glaube, wir schmeißen uns mal eine Runde ins Bett, bis morgen Tag ist. Monster in der Nähe. So, also die Fackel tut mir nicht weh. Monster. Und das ist 2. Granit. Kann mal dahin. So, dann sind wir da auf der sicheren Seite auf jeden Fall. So, wie gesagt, und dann würde ich eigentlich... Kommt denn der jetzt her? Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt halt wirklich dieses das Glas. Da können wir jetzt den ganzen Sand reinhauen. Können wir dich mal mitnehmen. Und dann können wir eigentlich im Stockwerk tiefer da war es zum können wir eigentlich schon diesen Raum ausbauen. So, in diese Richtung war es ja beschränkt. Ich darf nicht vergessen, dass ich eigentlich... Genau, so. So, dann würde ich eigentlich hier an der Stelle schon fast sagen. Zack, zack, zack. Okay. Also, da geht's ja quasi dann hier. Ja, eigentlich so, oder? Also hier würde ich jetzt ganz gerne mal Licht machen. Dann würde ich ja eigentlich hier reinbauen wollen. Wir wollen uns ja so ein geiles Domizil machen. Was auch immer. Kohle. 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 Schaufel. Vielleicht machen wir das mal so, so und so. So. Da ist auf jeden Fall nochmal Kohle. So, und da würde ich eigentlich ganz gerne jetzt mal zubauen. Jetzt manchmal, ey. Manchmal, Jungs. Den wollte ich nicht. So, und dann wollte ich hier eigentlich mal gucken, dass wir hier halt vorwärts kommen. So, dann sagen wir hier mal 3.
Perfekt. Wahrscheinlich habe ich mich schon wieder viel zu tief reingegraben. Ja. So, das heißt, ich mache jetzt hier wirklich 4, 5. Bam, bam. Genau. Wunderbar. Und dann können wir jetzt hier halt wirklich sagen, okay. Da machen wir ja eigentlich jetzt bloß einen coolen Raum. Für uns. Halt mit Panoramasicht. Das wird quasi so Porno-Bungalow-Raum. Ja, wobei Bungalow ist es ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ist halt so eine kleine Playboy-Residenz, also genau mein Ort, um die Chicks klar zu machen, also die geilen Schafe da draußen. Ja, wo sind sie denn? Hey, Schafe! Ah. Kaum braucht man die geilen Chicks, dann sind sie weg. Das ist alles nichts. So, hau mal die Steine hier auch weg. Und den, 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 und den. Okay. So, dann müssten wir da oben das quasi auch noch alles weghauen, aber. So, dann können wir das ja eigentlich von hier nach außen machen. So und so und so und so. Genau. Schon wieder Spinnen irgendwo. Mal, pfeif doch drauf. Ja, perfekt. Okay. Habe ich noch eine Spitzhacke? Ja, eine habe ich noch. Also zwei. Wenn ich eine sage, meine ich zwei. Wunderbar. Okay. Dann würde ich eigentlich den da mal rausheben wollen. Und hier nochmal einen Stein reinsetzen. Boah, sag mal, die hat aber ein Tempo. Das ist eine Pace, ey. So, und dann müsste man sich eigentlich fast mal überlegen, ob wir hier nicht sagen, da kommt ein Ding rein, ein anderer Boden. Weil das ist ja quasi, ja, das ist ja quasi das gleiche Niveau wie da draußen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall einen Raum. So, dann würde ich mal hier vielleicht sogar die Wände. Okay. Eine neue Schaufel. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. Von mir aus können wir hier eigentlich das Glas gleich mal rüberziehen. So. Und dann. Upsale, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Wenn es jetzt so ist, dann ist es halt jetzt so. Dann hauen wir da halt auch mal. Zack rein. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack.
So, du und hier, bitteschön. So, und dann wird es ja da hinten auch noch ein Stück reingehen. Ich meine, so Räume sind ja normal symmetrisch. Das heißt, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wird es da reingehen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal reinhauen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und da wäre dann ja die Tiefe. Das brauchen wir eigentlich gar nicht zählen, wenn wir uns hier einfach reinhauen. 1, 2. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vier, fünf, sechs. Oh, das würde ja bedeuten, hier geht's rein. Eins, zwei, ja, das ist ja eigentlich egal. Genau. Und dann hauen wir hier einfach die kompletten Wände wieder raus, damit wir unser riesiges geiles Zimmer haben. Wobei das da wahrscheinlich extremst leer sein wird. Weil ich ja noch gar nicht weiß, was ich da überhaupt reinklatschen soll. So, ja, die Fackel, die lasse ich vielleicht mal stehen. Die Säule mit der Fackel dann vielleicht auch mal. Weil ich ja nicht möchte, dass im Dunkeln hier irgendwelche Monstren spawnen. So, dann würde ich da mal rüberziehen. Dann würde ich dir da mal einen über die Rübe ziehen oder so ähnlich. So, dann kommt das ja hier rüber. Da und da und da. Und den Block haben wir dann auch bald weg. Dann können wir da den Monstern und Kreaturen und was auch immer da draußen beim sinnlos in der Gegend baden zuschauen. So, und dann würde ich jetzt hier mal die Schaufel packen und tschüss, Sikorski sagen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal so eine tragende Säule. Das ist ja auch nicht so schlecht. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Realismus und das war auch nicht so schlecht, dass wir da schon eigentlich eingebaut haben. Weil dann können wir genau das gleiche machen wie da drüben. Wir können nämlich hier lustige Sachen rumziehen. So. Und das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Dass es auch nicht hundertprozentig symmetrisch ist, weil es dann einfach mehr diesen Natursteincharakter hat. So, apropos, dann würde ich hier eigentlich mal sagen, fluff, fluff. So. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Zack. Das hat auf jeden Fall was. Okay. Ja, die Dinger muss ich dann wegmachen. Wobei, warte mal. Wir können den sogar lassen. Fällt mir gerade ein. So, das muss ich auf jeden Fall wegmachen. Da muss ich auf jeden Fall Zeug reinpflanzen. So, hier, da auch. So, und hier geht ja dann noch
einer raus. Wo ist denn jetzt schon wieder? Nee, du. Musste das jetzt sein? Auf der anderen Seite. So schlimm sieht das jetzt auch gerade gar nicht aus. Es wäre halt dann mein Anlegeding. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich meine, hatte ich jetzt keinen Bock drauf, dass es genau so ist. Aua. Und wehgetan hat der Scheiß auch eigentlich. So, wir essen mal einen Apfel. Und dann hauen wir hier mal. Hauen wir hier mal so ein paar Teile rein. Also der Creeper, der war ja gerade echt ätzend, muss ich sagen. So, ich wollte hier eigentlich jetzt gerade so ganz friedlich. Vor allem, wieso überleben die jetzt bitte? Ja, ich hatte hier gerade überlegt, ob man das so als Stützbalken nimmt. Und dachte mir, boah, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber dann muss es halt durchgehen. Und eigentlich soll es dann Holz sein. Und eigentlich soll es dann reguläres Holz sein. Und wenn ich das so sehe, dann denke ich eigentlich fast, nee, komm, das lass mal. Aber, jetzt machen wir halt erstmal den da. Dich können wir da hin tun. Jo, das reicht schon. Und theoretisch können wir da ja immer jederzeit neue Zimmer hin basteln. So, und deswegen machen wir jetzt hier einfach mal den da. So. Machen wir vielleicht von der Seite weg. Ja, dann geht es auch relativ easy. Genau, zack. Zack, 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 zack. Wie gesagt, das mit dem Creeper, das war jetzt ein bisschen eine nicht so ganz dralle Aktion, aber okay. So ist es jetzt halt. Wenn wir das jetzt so haben, dann würde ich eigentlich fast sagen, das hier muss weg. Das muss weg, das muss weg. Der kann so bleiben, weil das ist ja mein tragendes Element. Spitzhacke habe ich auch noch. Okay. Es wird schon wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Da schwebt ein Huhn in der Luft. Ich weiß, es schwebt nicht in der Luft, aber was auch immer. Ich würde gern eine Runde schlafen. So, dann würde ich hier auf jeden Fall noch eine Fackel hinhauen und hier. Und hier hinten ins Eck auch. Und hier sowieso. Kommst du weg und kommst dahin. So. Kann ich noch ein paar Fackeln machen? Ja. Würde ich jetzt auch wirklich gerne tun. So, weil da muss noch eine Fackel hin. Ja, das ist jetzt nicht alles hundertprozentig symmetrisch, aber das ist halt so ein Natursteinhaus. So, und dann würde ich gerne mal nach oben.
Was ich jetzt auch gerne mal machen würde. Wer. Wäre hier, wie heißt denn das? Hier auch noch Glas reinzuhauen. So, und dann würde ich den Berg da hinten ganz gerne abtragen. Habe ich noch eine Schaufel? Ja, eigentlich schon, ne? So, und das Huhn. Esel, geh mal weg. So, die Frage ist, in wie. Ah, okay, wirklich komplett. So, dann würde ich hier mal sagen. Okay. So kann man es lassen. Und der Rest hier, der kommt einfach weg. Der Rest hier kommt einfach wirklich weg. So, dann würde ich die Erde ganz gerne jetzt mal hier hinhauen, damit ich auch da wirklich erdige Zeiten vor mir sehe. Das wäre die 5. Zack. Ey, komm, Esel. Cheerio, Esel. Dann hau du da mal ab. Habe ich noch mehr Schaufel eigentlich? Ich denke ja, ne? Jupp, Schaufeln habe ich genug. So. Könnte eigentlich auch so. Ja, komm, das machen wir jetzt alles weg hier, weil das ja alles Blödsinn ist. Okay. Und dann machen wir das halt wirklich hier so, dass wir hier das wirklich einfach richtig massiv weghauen. Ich finde es faszinierend, wie zackig ich das Zeug wegkriege. So, was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist halt einmal so ein sicherer Platz, an dem wir uns zurückziehen können. Ob er jetzt sicher ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Zuhause. So, wir haben auf jeden Fall ein kleines Zuhause. Andy, Mann. Sieht immer so kacke aus. Also, wie gesagt, es sind einfach zu. Es sind zu viele. Die Endermans sind einfach zu viele und zu häufig und die werden zu viel gespawnt. Das ist alles nichts. Gut, also, hier hätten wir quasi den Spaß. Dann wären wir hier unten und das ist halt genau auf diesem Niveau. Das heißt, yay! So, und das bedeutet eigentlich, so eigentlich will ich den dann weg und da dann. Wir könnten auch so eine Glaskuppel rausmachen. Kennt ihr das? Also eigentlich müssen wir die Erde hier oben abtragen. Und das bedeutet, dass alles hier oben
Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass alles hier oben... Oh Mann, es gibt eine Baustelle. Okay, aber bevor wir das machen... Ich hatte ja noch was vor. Bevor wir es wieder vergessen, bevor wir es in der nächsten Aufnahmesitzung vergessen haben, weil das werde ich garantiert tun. Wenn ich das jetzt nicht tue, was ich vorhab, werde ich garantiert vergessen... So. Dich will ich haben. Dich will ich haben. Dich will ich haben. Kann ich noch einen machen, bitte? So. Dich will ich haben. Wunderbar. Und dann würden wir hier zu der Kiste gehen und sagen, hey Kiste. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Also was brauche ich denn alles nicht? Komm, jetzt hauen wir mal alles in die Kiste. Essen brauche ich auf jeden Fall. Blume brauche ich auf jeden Fall nicht. Leder. Leder könnte ich mir Hosen machen. So, Erde brauche ich nicht. Glas brauche ich gerade nicht. Gammelfleisch brauche ich sowieso nicht. Das Schwert kann ich eigentlich dahin tun. Das Holz kann ich dahin tun. Haben wir hier so ein bisschen was von dem? Ist das ein Einhorn? Nö, das ist ein Schimmel, oder? Ja, das ist ein Schimmel. Okay, Fackel habe ich. Hier habe ich noch eine Spitzhacke. Sag mal, Spitzhacken habe ich gerade gar nicht wenig. Leitern dabei haben ist gar nie verkehrt und die Blume brauche ich auch nicht. So. Was brauche ich denn sonst? Sonst könnte ich gebrauchen, also Essen habe ich schon. Vielleicht sollte ich mein Essen ergänzen. So. Nee, das habe ich ja noch viel. Dann würde ich das dann nehmen. Kommt da die Leiter hin. Die Pfeile, die brauche ich eigentlich gerade nicht, weil ich gerade nichts derartiges habe. Fackel habe ich 15, das ist in Ordnung. Spitzhacke habe ich, Schwert habe ich. Passt. So. Glas kann ich noch mitnehmen. Das kann ich wegtun. Und irgendwie konnte man doch Holzkohle machen. Wie war denn das? Zack. Holzkohle. Ah. Ganze Bäumstämme köhlern. Okay. Nichtsdestotrotz. Bevor ich jetzt hier eine Baustelle anfange, würde ich hier auf das Schwert gehen. Und sagen, Geronimo! Aber jetzt steigen wir erstmal auf. Da ist ja auch noch Kohle, die ich vielleicht mitnehmen könnte. Und dann düsen wir da runter. Da hätten wir auch Sand. So. Autsch. Und ich wollte ja nicht sanden. Oder sandeln. Ich wollte hier ganz klar dich da mitnehmen. Ach, das war's schon. Ha, war's noch nicht. Das hätte mich auch sehr gewundert. So, 4 hier. 2, bitte dich. Und dich. Okay. Wir hauen hier mal weiter rein, einfach zum Sichergehen, dass nichts mehr da ist. Genau. Dann geht's noch da ein rein. Da, 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 da. So. So, und da habe ich ja das letzte gesehen gehabt. Das heißt, da würde ich auch nochmal wegkauen und dann würde man vielleicht hier noch die Decke ein weniger bedrückend machen. Und dann dich weg und dich weg. Oh. Was haben wir denn da Schönes? Und was haben wir denn da Schönes? Kommst denn du jetzt her? Von da oben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir dich jetzt einsacken,
dass wir dann ganz schnell an Wasser kommen. Okay, also dich brauche ich da nicht. Du wärst da okay, du wärst da okay. Schaufelhammer. Axt auch. Dann machen wir hier 4. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Leitern. Schienen. Da bin ich auf einen alten Stollen ge... Da bin ich auf einen alten Stollen gestoßen. Hehe. Also, jetzt mal unabhängig davon, dass wir hier auch noch Kohle haben. So, und ich hier durch muss. Zum Glück wollte ich wissen, was da oben ist. Boah, das hätte ich ja im Lebtag nicht gefunden. So, dann machen wir hier mal 5. Zack. Zack. Und dann würde ich mal sagen, zack. Nein! Nein, 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 nein! So, dann würde ich auf jeden Fall die wieder zumachen. Ah, dann machen wir hier erstmal eine 4 hin. Eine hübsche Fackel. Sechs Schienen haben wir. So, auf jeden Fall würde ich dich mal zumachen und dich mal zumachen. Und dann würde ich ganz gerne hier sagen. Zack. Und dann würde ich hier sagen. So. Hier geht's wieder runter und dann würde ich eigentlich hier gerne mal weiterschauen wollen. Ah, Wassereinbruch. Wassereinbruch im Schienensystem. Deswegen. Boah, aber ist das cool, Jungs. Da bin ich ja schon ein bisschen... Ein bisschen, wie sagt man das? Ja. Bin ich ja schon ein bisschen verliebt jetzt. Ganz ehrlich. Ein bisschen verliebt bin ich gerade. Vor allem, wie cool ist das denn? Dass der Map Generator einfach so einen Wassereinbruch simuliert. Das ist ja mega geil. Ich würde jetzt natürlich trotzdem dem Schienensystem folgen wollen.
Ich meine, im Prinzip kann man ja jetzt eigentlich die Schienen rausruppen, dann für uns nutzen. Wo auch immer. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist ja so geil. Da tropft es. Das heißt, da hinten ist wahrscheinlich einfach Wasser. Ist das cool. Ja, da habe ich mich gerade ein bisschen vertipselt. Ist das cool. Also theoretisch können wir es jetzt abdichten. Aber die Frage ist, wo kämen wir denn her? Also hier gab es einen Wassereinbruch. Ja, was halt so ein bisschen lächerlich ist, ist, es läuft halt Wasser rein, aber es ist halt nicht genug. So, dann würde ich hier mal hochgehen. Aber ey, ich finde es so super, dass ich das Ding gefunden habe, ey. Das finde ich echt klasse. Ich will da einen Zugang. Ich will da regelmäßig rein können. Ich will nicht, dass es unter Wasser irgendwo rumgeistert. Ich will es richtig. Ich will die Mine ausbauen jetzt. Menno. Hier gibt es natürlich noch. So, die Frage ist, was ist das jetzt wieder für ein Stein? Andesit. Was auch immer ein Andesit ist. Das sieht mir nach Kies aus, ne? Wenn ich den anstüpsel, dann fällt der runter. Das will ich eigentlich gar nicht haben. So. So, dann müsste ich hier rein, damit ich hier die Kohle krieg und die Kohle und die Kohle. Die Kohle. Okay. Boah, ist das mies. Ich bin gerade wirklich so ein bisschen verliebt, muss ich sagen, in diese Karte. Und das ist natürlich schon so, dass also, wenn ich das jetzt mit Mindtest vergleiche, wo man halt wirklich die ganzen Ressourcen einzeln rauskrebseln muss, also hier gibt es da schon so ein bisschen, ach ja, schmeiß mal hier Kohle drauf. Dafür gibt es, na, seht ihr das? Da oben tanzen wieder die Pferde rum. Aber ich nehme hier jetzt mal den Sand mit. Okay. Nein, meine Schienen. Ah ja, klar, Wassereinbruch. So. Machen wir jetzt aber auch gleich wieder zu, muss ich sagen. Da machen wir hier 5 und 5 und gutes. Und wie gesagt, also eigentlich könnten wir das wirklich fertig machen. Wir könnten hier halt wirklich zumachen. Und sagen, es ist okay. Weil hier, das ist ja alles Wasser. Oh, was ist denn das wieder für eine geile Höhle? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier können wir hin. So.
So, und dann könnte man da hinten theoretisch sagen, jo, passt. Wir holen uns. Haben wir jetzt Tinte? Wahrscheinlich ja, ne? So, wir holen uns mal den Sand hier. Boah, bin ich gerade erschrocken. Meine Fresse, Kuh. Oh nee. Stimmt, wir sind ja unter Wasser. Das vergesse ich immer, wenn ich in dieser Höhle rumhänge, vergesse ich immer, dass wir unter Wasser sind. Okay. Jetzt mal völlig unabhängig davon, würde ich jetzt gerne mal hier hochgehen und mich hier ein bisschen umgucken. Ach. Da hinten ist wieder Schneelandschaft. Ich glaube, ich muss die Enders echt ausschalten. Die sind echt nervig, muss ich sagen. Echt nervig. Oh, hier ist ein Strand. Flatsch. Autsch. Oh, da hat jemand eine Enderperle verloren. Gut, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. So lange aufnehmen wollte ich gar nicht. Das ist schon wieder Tinte. Habe ich keine Fackel mehr? Nein, habe ich nicht. Okay, Inventar. Habe ich noch Stäbchen? Nein, habe ich nicht. Habe ich noch sonst irgendwas? Nein, habe ich auch nicht. Was ist denn das für ein Zombie eigentlich? Okay, aber ich denke, ich düse mal wieder nach Hause. Oder wir gehen zu der Höhle da vorne. Nein, nein, nein. Boah, seht ihr das? Coole Sache, ne? Das ist meine Bude. Und wie gesagt, also ich meine, da haben wir jetzt natürlich so ein paar Defizite. Aber man kann hier wirklich sagen, okay. Man kann hier halt wirklich sagen, okay, hier ist ein Boot. Das ist so eine Anlegestelle. Hoi, Häselein. Pff. Und hier haben wir quasi auch einen Raum. Die Decke will ich ja noch ändern. Deswegen machen wir die Aufnahmepause vielleicht sogar hier in diesem Raum. Da oben, da müssten wir Tinte haben. Da haben wir ein Kaninchenfell. Das Eisen würde ich gerne nochmal schmelzen. Da haben wir ja jetzt auch nicht wenig. Da drüben haben wir eine Spinne. Die würde ich vielleicht gerne mal ein bisschen malträtieren. Ja, so ganz gesund geht's dir nicht. Dankeschön. Nein, nicht schon wieder ein Creeper. Okay. Wir beenden, denke ich, die Aufnahmesitzung. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich guck mal, wie es mit meinem Eisen aussieht. Da haben wir ja so ein bisschen was. Enderperle aufräumen. Eisen aufräumen. Tintenbeutel aufräumen. Dich aufräumen. Dich aufräumen. Vielleicht essen wir mal wieder was. So. Dann würde ich mal hier wieder hingehen. Dann würde ich mal schauen, was haben wir denn da jetzt. Zack. Okay. Wir haben ein bisschen Eisen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Rohes Kaninchen haben wir auch. Sand hätten wir auch.
Blumen haben wir. Wir können beten, theoretisch. Also wir haben jetzt Samen. Wir haben Andesit. Wir haben Kopfsteinpflaster. Und wir können uns eigentlich sogar eine neue Kiste bauen. Für unser Zwischenstock. Ja, du kannst mal ein bisschen vor dich hin brennen. Dann machen wir hier vielleicht mal eine Kiste. Zack, 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 zack. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Machen wir jetzt einfach so oft, wie es geht. So. 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 Kann ich die stacken? Oh ja, die kann ich stacken. Wunderbar. Und dann würde ich hier mal runtergehen. Und dann würde ich hier vielleicht irgendwo ins Eck so eine Kiste setzen. Also A würde ich gerne eine neben das Bett haben. So als Nachttisch oder so. Einfach dekorativ. Machen wir den mal so und so. So, und dann sagen wir hier 5. Und dann sagen wir hier Fluff. Ja, das ist einfach gut. Ein Bücherregal wäre auch nicht so schlecht. Und dann würde ich hier vielleicht mal sagen, zack und zack. Zack und zack. Ah, das ist ja gar nicht so schlecht. Also das wäre... Warte mal, wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, aha. Das würde ja fast passen, wobei ich das dann doch lieber andersrum haben würde. Dann brauche ich doch vielleicht mal eine Axt. So, also. Dann können wir jetzt hier die Kisten schön nebeneinander stellen. Dann können wir nämlich hier dann noch mehrere hinmachen. So, und dann können wir dann nämlich da wirklich jetzt langsam sagen, hey. Also A, wir haben Gleise. A, wir haben Gleise. So, das heißt, wir können jetzt wirklich anfangen, ein bisschen strukturiertes Zeug abzulegen. So, da haben wir ja Barren. Dann würde ich mal wirklich sagen, Steine, 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 Steine. Kies, Kies. Dorit. Ja, von mir aus. Erde können wir auch alles mitnehmen. Jo, und dann haben wir das nämlich schon. Stein, Stein, Stein. Stein und Stein. Würde ich Kies und Kies sagen. Können wir Dorit sagen. Können wir Granit sagen. Dann können wir Erde, 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 Erde sagen. Und nochmal Erde. Und es ist auch alles 64er Stack, das ist gar nicht so schlecht. Gibt es da oben noch Erde? So, dann wäre das da oben quasi die Intermediate-Kiste. Da oben gibt es noch Erde, aber das ist eine doofe Erde. So, hier gibt es 64, da gibt es 64, da gibt es 64. Da ist ein 7er, der kann wieder weg. So, was können wir machen? Wir können hier Zeug kochen. Habe ich hier noch irgendwas, was ich kochen muss? Ich glaube nicht. So, dann würde ich hier mal sagen, Holz, Holz, Holz und Holz. So, was haben wir noch hier in der Kiste? Also einmal kann man das halt... Den sollte ich vielleicht halt auch mitnehmen. Dann können wir den noch schmelzen. So, den würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Was wir mit den Enderperlen machen, weiß ich noch nicht. Überhaupt, was wir mit den ganzen Hinterlassenschaften von diesen Viechern machen.
Weiße Wolle. Da würde ich ja eigentlich fast mal ein bisschen färben. So, habe ich sonst so irgendwas? Nö. Rosa Farbstoff, Magenta Farbstoff, hellgrauer Farbstoff. Okay, die Farbstoffe kann ich offenbar nicht mixen. Aber wir können hier mal sagen: 1, 2, 3. Ach so. Dann machen wir das halt so. Dann haben wir auf jeden Fall eine Kappe auf. Hier können wir ja wunderbar sagen. Bei den Pilzen weiß ich halt noch nicht so genau, was ich damit mache. Knochenmehl weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Das können wir natürlich herstellen. Wir haben Weizensamen. Das heißt, wir können halt wirklich langsam anfangen, Zeug zu bauen. So, hier haben wir noch Andesit. Da haben wir halt noch lauter Zeug, von dem ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Die Sticks würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Das hätten wir jetzt vorher gut gebrauchen können. So. Und das Zeug kann man eigentlich wirklich wegmachen. Dann würde ich hier mal gucken. Kann ich mit dir was anfangen? Nö. Kann ich mit dir was anfangen? Nö. Und wie gesagt, es ist immer noch eine viel zu lange Aufnahmesitzung. Ich wollte eigentlich längst schon sagen, hey, es ist gut für heute. Wollte ich eigentlich wirklich schon längst gesagt haben. Da bin ich noch nicht so ganz begeistert. Pam pam, hier können wir eigentlich auch... Zack und zack sagen. Hier wäre es so. Pam. Hier wären es auch wieder zwei. Wenn nicht sogar drei. Man hätte sogar vier sagen können. So, dann können wir nämlich hier wieder zumachen. Dann kann ich schön rausgucken, aber keiner sieht mich. Also, die sehen mich schon, aber... Warte mal, das wäre ja vielleicht sogar möglich, dass ich hier sage, du... Muss ich mir dann gleich mal von außen angucken. Wird auf jeden Fall... Dinge ein bisschen interessanter gestalten. Und fluff. So, und dann stört aber eigentlich... So, der sieht mich, aber er sieht, dass er nicht zu mir kommt. So. Gut, dann werden wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter
nach oben gekommen. Ich würde hier oben eigentlich gerne auch... Habe ich jetzt noch? Habe ich noch. Ich würde jetzt hier nämlich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen ausladen. Und mit Zinnen ausstatten. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich jetzt alles erstmal nur die erste Hütte. Das ist ja jetzt noch gar nicht genau das, was ich gerne möchte. Aber ich möchte ja auch noch hier die Decke ausheben und. Also, und wenn wir das tun, also sobald wir hier dieses Zeug wegmachen, bedeutet es, dass ich mein Stockwerk da oben erweitern muss. Weil dann muss ich ja genau das machen, ja, hoi. Muss ich ja genau das machen, dass ich hier oben mein Bungalow ausbaue. Versteht ihr, was ich meine? So, und eigentlich könnte man dieses Bett... Also ich meine, momentan kann ja jederzeit überall jemand reinkommen. Eigentlich könnte man dieses Bett vielleicht hier hinten irgendwo hinsetzen. Aber wie auch immer, es ist, ich denke, an der Stelle hier mache ich jetzt echt mal eine kleine Aufnahmepause. Die Folge ist echt schon lang genug. Auch für eine Sonntagsfolge. Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Man sieht sich. Ich freue mich so oder so. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.